Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge For the King. Und ja, die letzte Folge war, boah, die hat uns so mitgenommen, diese Höhle da. Ich bin froh, dass wir da jetzt raus sind. Also ich war ganz cool, ganz locker. Ich wusste, wir schaffen das. Aha. So, ich muss mal kurz gucken. Ich muss mal mein Kräuteramulett anlegen. So, damit ich unterwegs hoffentlich ein paar hübsche Kräuter finde. So, wo müssen wir jetzt hin? Nach. Wo ist es? Haste. Ach, da ganz unten. Oh Gott. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal bis zu den Kobold-Propheten, der uns da im Weg steht. Und der eins, hier unten. Und eins davor, da bauen wir dann das Zelt auf. So, bin da. Warte hier auf euch. Mhm. Oh, keine Kräuter gefunden? Warte mal, ich laufe nochmal einen Schritt. Vielleicht finde ich da nochmal Kräuter. Na, nee, schade. Hätte ja sein können. Der schafft es bis dahin. Ich überlege, ob ich die Rüstung da wechsle. Ich schaff's nicht bis dahin. Naja. Oh. Huh? Du bist auf so Kultgerät gestoßen. Oh, das ist doch gut. Da können wir das Chaos wieder zurücksetzen, ne? Ja, war das so? Ja, Leben. Und Leben. Wir können uns ein Leben holen. Ach so, ja. Das kann sein, also dass das da war. Wir können überlegen, was wir wollen. Wir können Chaos zurücksetzen oder Leben holen. Wie wir wollen. Naja, perfekt. Viel Leben haben wir noch, aber wir haben gesehen, dass es jetzt relativ schnell sich verflüchtigt. War da immer ein Monster? Ja, ne? Ach ja, man muss eine Geisel vertreiben. Also wir müssen trotzdem vorher lagern, sonst schaffen wir es nicht. Hm, okay, ich würde da jetzt trotzdem hinlaufen, dann können wir ja da das Lager hinmachen. Also ja. Wird jetzt hier zu euch so. Wo genau wollen wir das Lager hinstellen? Hier vor das Ding direkt oder hier, wo ich gerade bin? Nö, nee, mach ruhig da. Ja, oder da. Achso, Entschuldigung. Das ist ja egal. Feld da. Ja, ich habe gehofft, dass ich vielleicht auch nochmal Kraut finde, aber war leider nicht. So. Da mal her mit dem. Achso, du hast gar kein Lager. Hat ja nur die andere. Ah, das Chaos kommt schon wieder so nah. Das ist. Ah. Yay, jetzt sind wir beide hin. So. Ich bräuchte ja eher den Fokus, ne, als Leben gerade. Nehmen wir mal gerade Fokus. Kannst ja noch eine Runde da drin bleiben dann gleich. Ja, zum kann Ausruhen. Ich theoretisch machen. Wer ist jetzt dran? Lensch denn? Oder theoretisch können wir auch so, ich kann ja, warte mal, ich muss wieder mein Heilungsding anlegen. Nicht, dass ich hier was falsch mache. Also Sie könnte jetzt reinmarschieren, ja. Ja, aber lass mich vorher ausrüsten, weil ich habe jetzt noch Kräuter sammeln an. So, jetzt kann ich wieder heilen. Ach nee, ich kann ja gar nicht heilen. Nee, ist Quatsch. Moment. Was anderes. Das da. So, jetzt kannst du. Ach, so geht es. Hast du Fokus? Ja. Ja, dann. So, nun? Gut. Ja, ah, entweder genau. Das Chaos nochmal wegpacken oder ein Leben nehmen. Das ist jetzt die Frage. Tja. Also ich meine, wir haben noch 4 Leben. Man könnte es noch ein bisschen riskieren. Das Chaos kommt schon sehr bedrohlich nah. Ja, ich würde auch sagen, das Chaos weg. Ja, bringt uns auch nichts, wenn das Chaos dann da voll ist nachher. Komm noch. Das Chaos ist geschwunden. Wir haben eine Chance. Gib uns lieber ein bisschen Leben. Blöde Schnäpfe. Yay, hallo, das ist die Königin. Wie redest du mit der? Ja, mir doch egal. Guck mal, wir haben jetzt hier ein Lager. Wir könnten mal die Chance vielleicht nutzen und irgendein Viech hier in der Nähe einfach mal angreifen. Ach so. Wollen wir? Ja, den Geistschmelzer, ne? Das Lager, das könnten wir angreifen. Ja, komm. Geh ich da mal hin. Nee, Moment. Vorher einmal wieder. Oh, das ist echt nervig. Ich möchte Sets haben. Also ich möchte mit einem Klick einfach die Sachen umändern können. Gib mir doch Kräuter. Hallo, denn nicht. Gut, wieder umändern. Wieder 12 Stundenglas. Ja, sorry, ich muss halt immer wechseln im Inventar. Schnarch. So, komm her. Na, gucken wir mal. Oh, gut. Ey, achso, Mist. Ich glaube, was hat's gebracht, ne? Na, ich kann wahrscheinlich wieder zweimal. Ist auch nicht schlecht, dann kann ich 2 zurücksetzen vielleicht. Ja, du bist psst, richtig. Ey, psst. Wo bin ich? Scheiße.
Warum bist du denn nicht da? Hä? Weiß aber ich nicht. Aber du stehst doch da. Da steht doch MS Standard unten. Ja, aber ich bin ja nicht auf der Karte. Ich kann nicht wegrennen. Doch, ich kann wegrennen. Ja, tschüss. Das gibt's doch nicht. Ja, lass sie alleine, klar. Na, die soll natürlich auch wegrennen. Das hätten wir ja nicht geschafft zusammen, das ist ja Quatsch. Das gibt's doch echt nicht. So eine Pleite. Wo warst du denn? Weil du so weit weg bist, verdammt. Komisch, bei mir reicht das nicht so weit. Ja, weil du kein Fernkämpfer bist. Ich und Lance Dance sind Fernkämpfer. Jetzt habe ich überhaupt keinen Dings mehr. Fokus, verdammt. Ach, du hast Fokus. Ja, was hat der Fokus jetzt gerade gebracht? Der war ja erfolgreich. Ja, ich hätte zweimal angreifen können, quasi, wenn ich jetzt den Hinterhalt geschafft. Glaube ich zumindest. Warum bin ich denn erst da ganz zuletzt dran? Das ist doch gemein. So. Jetzt esse ich was. Genau. Gib dir selbst mal ein Leckerchen. Ja. Das habe ich mir. Das habe ich mir verdient. So. Au. Was gibt es denn? Moment. Hui, wow. Ganz schön böse. Es gibt von Fruchtbar leckere Bio-Knusperstäbchen Maiskäse. Aha. Geeignet für Kinder ab 12 Monate. Bio-Knusperstäbchen. Ja, das ist total lecker. Also hier, Product Placement, ne? Ich werde von der Firma, warte mal, Fruchtbar bezahlt dafür, dass ich das hier gerade vorstelle. Ich bearbeite nachträglich noch ein Bild rein, damit ihr seht, wie es aussieht. Du mit deinen YouTube-Millionen. Ja. Man muss halt wissen, wie. Man muss Teil des Kapitalismus sein, um ihn zu besiegen. Ach so. Das ist ja was ganz Neues. Ey, ich hab da schon keinen Fokus. Du hast mir jetzt nicht wehgetan. Nee, du kommst nicht dran, du kommst dran. Achso, aber den haut er jetzt vielleicht um. Ich hoffe. Nehmen wir den da. So, es tut mir echt leid, Leute, dass ich euch jetzt hier ins Mikrofon knusper, aber ich habe echt Hunger. Wir nehmen jetzt echt schon eine ganze Weile auf. Ich muss jetzt mal was essen. Ich esse die ganze Zeit schon Chips. Alles gut. Gönn dir. Yay. Gute Kombo mit dem Unterbrechen. Sehr gut. Mhm. Ah, scheiße. Ja, leider fehlt der Fokus. Uns ein. Sehr schön. Oh, Mist. Ja, okay. Kommt nicht mehr dran. Ja, wunderbar. Puh, okay. Hier können wir jetzt bestimmt nochmal zum Zelt zurückrennen. 300 Gold. Wow. Also wir sind auch geldmäßig, ist gerade echt gut. Auch die Höhle, die hat uns echt viel gebracht, das Dungeon. Ja. Achso, wir können natürlich auch unsere Teleport-Schriftrollen vielleicht auch mal benutzen. Ja, wie funktionieren die? Das ist gerade so ein Zelt. Portalschriftrolle, was ist das denn nochmal? Schaffe ein magisches Portal an deinem aktuellen Standort zu einem Ziel deiner Wahl innerhalb eines kleinen Radius. Da können wir wahrscheinlich dann alle reinrennen, nehme ich mal an. Auch nicht schlecht. Können wir damit alle nach Haster? Kannst du das irgendwie so machen? Ja, es wird von der Intelligenz des Nutzers bestimmt, wie weit man kommt. Dann solltest du mir das vielleicht geben. Ich glaube, warte mal, wie viel, wo ist denn Intelligenz hier der Wert? Moment. Ich habe 75. Ja, ich habe von uns am meisten. Tatsächlich. Jetzt ja, die anderen dahin. Seiten, beiden sind ein bisschen dumm, ja, mit 45 und 51. Oh, oh nein. Gruseliger Nebel. Ja, komm, mach. Hau rein. Ich habe keinen Fokus. Du kannst eh nichts anderes machen, oder? Du kannst ja nur untersuchen machen. Viel Spaß. Kannst auch wegrennen, oder? Pff, wegrennen. Renn einfach weg. Naja, guck mal, du bist was du. Also, der hat ganz schön viel HP. Ja, noch. Na gut. Ah, okay.
Warum darf der danach zweimal angreifen? Hm. Hat wahrscheinlich mehr Initiative. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jo, passt doch, genau. Wenn du jetzt nicht triffst. Oh ey, so ein Glück. Wow. Levelaufstieg auch noch, Mensch. Ja, achso, aber... Aber du kannst sogar noch heilen gehen. Puh. Ach, bei Levelaufstieg heilt der nicht komplett? Das ist ja gemein. Nee, nee. Ja, das Spiel ist echt fies. Ich finde ja auch, wenn man gestorben ist und wieder aufsteht, sollte man auch komplett voll sein wieder. Und dann nicht die paar HP, wo man gleich wieder umkippt. Also irgendwie... So, jetzt müssen wir runter nach, Hasta. Oh, hier ist verfluchtes Land. Achso, ja. Dann muss er vorwarten. Ja, genau. Da, ich bin ja gleich dran. Haha, warte mal. Ich habe keine Fluchimmunität. Warte mal. Habe ich irgendwas? Ja, okay, ich muss mich nur umziehen. Alles gut. Ich wollte gerade sagen, das hattest du doch irgendwie durch Kleidung ja, oder irgendeinem... Mit der Robe hier habe ich das. Ach, ich komme ja gar nicht so weit. Oh, verdammt. Doof gewürfelt. Müssen wir leider einen Zug warten. Hm. Hast du, warte mal, kannst du irgendwas anziehen mit Flugimmunität? Oder hast du Flugimmunität? Du hast es gerade nicht, aber du kannst ja mal gucken im Inventar, ob irgendwas gibt. Also du musst ja nur irgendwas anziehen, wo Flugimmunität mit dabei steht. Mhm. Ich guck mal. Oder komm doch einfach auf mein Feld, ich gebe dir kurz meine Rüstung. Und dann läufst du weiter. Nee, das hast du schon angehabt, das ist ungewaschen, das will ich nicht. Nee, komm. Nee. Ist ja voll ekelig. Mensch. Du hast selber eine Robe des Magiers, zieh die an. Nein, die habe ich nicht mehr, habe ich dir gegeben. Doch, die hast du noch. Ich sehe sie doch hier in deinem Inventar, zieh sie an. Ach, da ist ja Fluchimmunität. Ich habe doch gerade... Warum habe ich das denn nicht gesehen? Ja, da fasst ja mich. Welche Rüstung habe ich denn jetzt gerade abgelegt? Weiß ich nicht. Das habe ich nicht geguckt, das musst du selber merken. Ich fühle hier jetzt nicht Buch. Du bist ja eine Lustige. Kennst du bestimmt wieder. Ja, und wenn nicht... Oh, guck mal, das Auge da ist ja cool. Beobachter. Nice. Verdammt, welche Rüstung war das? Weiß ich nicht. Beende erstmal deinen Zug. Du kannst gleich noch gucken, wenn du nicht mehr dran bist. Ich guck, wann ich will. Ja, was kannst du auch machen, wenn ich dann dran bin. Sind wir müssen gleich kämpfen, fast, so wie das dann aussieht. Ja, auf jeden Fall. Ja, außer wir wollen es... Achso, ja, wir müssen kämpfen. Ist gar keine Wahl. Da müssen wir uns vor dem Lager wieder sammeln. Aber uns geht's ja gerade ganz gut eigentlich. Wir haben ja alles voll. Dämonenlager. Hinterhalt wäre da ganz gut vielleicht. Okay. Ich komme bis dahin. Keine... Mann, vorhin habe ich doch ständig... Ach da, Ginseng gesammelt. Yay. Kann ich wenigstens ein Dings heilen. Wunderschön. Ja, ich probiere das mal jetzt mit dem Hinterhalt. Okay. Das kostet halt immer unheimlich viel Fokus und ich weiß nicht, Gott, was es mir bringt. Drei Stück von denen? Oha. Also ich war jetzt einmal, bin jetzt einmal dran und die dann dreimal. Also irgendwie... Ja, hat nicht funktioniert. Aber es war ja schon so, dass wir dann öfter dran kamen. Ich verstehe es nicht. Das kapiere ich nicht, ob das noch ein Bug ist oder so. Nee, das Spiel ist ja voll draußen. Okay, Glück. Mein Gott. Okay. Zum Glück bist du immun gegen Verbrennungen. So, ich zapp da jetzt einen raus. Hm. Welchen denn? Achso, falsche Ding. Nee, du kommst als erstes dran, dann dich. Bye, bye. Aber auch immer perfekt würfeln. Immer! Ja, meine Schatzkarte verbrannt. Das ist ja gemein. Ja, du hast kein Dings, um dich zu heilen. Immerhin. Ich meine, Hasta liegt ja gleich zwei Felder weiter, also.
so überstehen hier. Ja, wir müssen nur die hier rausholen. Ah. Das Spiel müsste manchmal einfach so nett sein, dass es erkennt, dass jemand kurz vorm Tod ist und dann den nicht angreift. Das wäre ganz nett. Ja. Gibt ja so Spiele, die das erkennen, wenn der Spieler Probleme hat und dann ein bisschen netter werden, tatsächlich. Pff, braucht kein Mensch. Das macht nicht viel Sinn, wenn ich den jetzt hier nehme, weil der eh schon was... Okay, beide sind ja eh gleich vor uns dran. Okay, dann ist auch egal. Kann man auch irgendwas machen? Aber ich würde... Ihr so gerne. Kann ich ihr das rübergeben? Das Ginseng? Nee, ne? Das geht nicht noch. Nee, ich kann es, glaube ich, noch anklicken. Mist. Okay. Gehen wir auf Nummer sicher, dass einer nicht angreift. Scheiße. Die haut's gleich um. Der hätte nur das Leben nehmen sollen. Oh Gott. Das war doof. So, ich hoffe mal, dass der vielleicht nur noch irgendwie... Nee, der kann ja auch nicht mehr sterben. Oh, und ich habe keinen Fokus mehr. Oh Gott. Würfelglück, Würfelglück. Ja, 50 schaffe ich aber nicht. Nee, aber zumindest ein bisschen weit runterhauen. Oh Gott. Oh gut, er greift mich an, okay. Ja, aber sie stirbt gleich sowieso durch den Brandschaden. Scheiße, stimmt. Ja, mal wieder einnehmen. Oh Gott, das ist schwer gerade. Mann, ey. Warum hört denn das Brennen nicht auf, bevor die sterben? Er hat sie keinen bekommen. Was denn? Kein Brandschaden. Kommt der erst noch? Ja. Na, kacke, verkackt. Und wieder ein Leben weg. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viele. Boah, was? Wir hätten die doch nicht machen sollen. Nein, alles gut. Ich bin auch tot, scheiße, noch ein Leben weg. Wir haben, glaube ich, kaum noch was. Ja, ich glaube, wir schaffen das Spiel nicht. Ich glaube, es hat uns besiegt. Also wir schaffen die Runde hier klar noch, aber ich glaube, weit kommen wir nicht mehr. Ganz schön viel Mimimi bei dir heute. Ja, es ist realistisch. Wir sind doch noch nicht am Ende. Findest du zum Kotzen, dass der jetzt wieder anfangen darf? Das ist nicht so schön. Also zweimal hintereinander darf. Na toll, und jetzt stehe ich auch noch einfach auf. Na super, jetzt tötet er mich einfach direkt wieder und wir verlieren noch ein Leben. Danke. Scheißspiel. Nee. Wir keinen Spieler wiederbeleben. Wir den da raushauen. Ah, gut. Und gleich nochmal. Hä? Warum? Ich hab's doch geschafft. Wieso? Ach, das ist doch gemein. Jetzt habe ich keinen Fokus mehr. Okay. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Warum setze ich ihn zurück, damit er dann gleich wieder da ist? Oh, ja, aber bei der Reihenfolge muss ich ja nur oben gucken, ne? Dann siehst du das ja. Ja, aber ich verstehe halt nicht, ich habe ihn da zurückgesetzt und er war trotzdem gleich wieder dran. Also, das war ja auch erfolgreich gewesen. So. Achso, weil du gar nicht dran bist. Okay, verstehe. Also muss ich jetzt wieder zweimal schaffen. Oh Gott. Bitte, 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 bitte. Ich will nicht umhauen. Okay, oh. Jetzt muss das nochmal dauernd klappen. Oh Gott. Ja. Nein. Warum ist der jetzt dran? Der darf gar nicht dran sein. Du musst das zurücksetzen. Scheiße. Er ist gleich tot. Der kommt nicht mehr dran. Immer, wenn, wir müssen besser, glaube ich, nach den Resistenzen auch gucken. Wenn wir gegen die kämpfen, müssen wir eigentlich schauen, dass jeder Feuerimmunität dabei hat und alle das kriegen. Dass keiner entflammt wird und sowas. Wir müssen besser... Wir sind zu schlecht vorbereitet in der Ausrüstung immer. Glaube ich. Weil wir auch immer das Gleiche anhaben. Ich glaube, man muss einfach vor jedem Gegner was anziehen. Es geht gar nicht anders. Lebt sie jetzt noch, oder? Achso, wir müssen die wahrscheinlich in irgendeinem Kampf wiederbeleben. Naja, da muss bestimmt einer von uns jetzt hochgehen. Muss ich mal gucken. Nur ist blöd, wenn wir jetzt irgendwie im Kampf geraten. Aber 720 EP verlieren. Ja, komm, mach. Oh Gott, wir haben noch zwei Herzen. Da. Den hast du bitte. Oh Mann. Ist das alles doof? Wir hätten uns ein Leben holen sollen. Und da kommt das Chaos schon wieder. Das ist doch, also...
Ist das schwer? Gab es Schwierigkeitsgrade? Haben wir irgendwie hier gerade das Spiel auf extrem schwer oder so? Einfach? Vielleicht sind wir ja auch im Late Game jetzt, ne? Wir fliegen jetzt zum Turm, also immer mit der Ruhe. Ja, gut. Ah, du hast Dämonenglut mitgebracht, wie ich es mir dachte. Damit lässt sich das Luftschiff hervorragend antreiben. Bitteschön. Danke. Es ist alles bereit für den Flug nach Harazuel. Sehen wir so aus? Bereite dich unbedingt auf eine große Schlacht vor, denn Vexor wird es dir nicht leicht machen. Ganz Farol verlässt sich auf dich. Ja, bau noch ein bisschen Druck auf. Na gut, vielleicht ist es wirklich so. Vielleicht sind wir jetzt echt beim Endboss und das Guck war's mal, dann. Da steht sogar. Du hast die Tapferkeit der Helden Faruls falsch eingeschätzt, Vexor. Jetzt kommen die Mächtigsten unter uns, um dich zu besiegen. Ach, sie baut auch keinen Druck auf, das ist gut. Lass sie kommen. Ich dehne Omos, dem höchsten Gott. Was sind eure Helden schon im Vergleich zu der göttlichen Macht des Chaos? Vielleicht möchtest du... Was? Will der jetzt noch irgendwelche Nebenquests von uns? Vielleicht möchtest du den begrabenen Tempel erkunden. Du könntest dort etwas Hilfreiches finden. Viele mächtige Artefakte befinden sich in diesen Hallen. Ich würde dir den Weg freigeben. Ja, schön. Geh doch hin. Mach doch selber. Auch am Arsch der Welt, ne? Obwohl, so weit ist das gar nicht. Ich kaufe jetzt ein. Ich will meine Gottes-Scheiß-Laute. Wo ist die denn? Das gibt's doch nicht. Die ist nicht hier. Hier ist wieder nur so eine Scheiß-Eisenlaute. Na, ich wusste doch, dass die nicht da ist. Aber warum nicht? Wo ist... Hä? Alles andere ist doch noch da. Oder war das jetzt ganz woanders? Also brauche ich nicht weitermachen ohne eine bessere Waffe. Ich meine, ich laufe hier die ganze Zeit mit der Waffe rum, die ich ganz am Anfang des Spiels hatte. Das ist halt bescheuert. Dann geh doch nochmal nach Zini. Vielleicht war es ja da. Ja, mach ich auch gleich, aber ich kaufe jetzt erst... Oh Gott, ey, ein Gottesblatt kostet jetzt 236. Ich glaube, das hängt auch mal ein bisschen damit zusammen, welchen Level man hat und wie viel Kohle. Und okay, dann gebe ich mein Geld jetzt für die Drachenpfeife aus. Also, kann ich natürlich auch machen. Ja, Drachenpfeife ist sowieso super. Je besser die Pfeife, desto besser halt ich der Gottesbart. Oh, Gottesbart ist trotzdem noch teuer. Oder Ginseng. Hm. Das? Nee, nee. Traumhut. Oh, der Traumhut, den müsste ich kaufen eigentlich, ja. Ja, es ist schon die Traumschuhe. Ja, ich brauche den unbedingt bei Rüstung und so. Den muss ich haben. Achso, jetzt kann ich... Warte, ich muss mal gucken, was ich verkaufen kann, weil ich kann mir jetzt... Achso, ja, 200 werde ich nicht zusammenkriegen. Oh Gott, ey. Okay, ich muss jetzt erstmal Sachen verkaufen. Vielleicht kriege ich ja noch ein Blatt irgendwie hin. Ja, ich verkaufe jetzt den Scheiß hier. So, tschüss. Nicht, das auch nicht, natürlich nicht. Den hier, tschüss. Hast du mir schon eine schwarze Bonbon gegeben? Was für ein Ding? Schwarzes Bonbon. Du hattest doch ein schwarzes Bonbon plus ein Stärke. Das wolltest du mir geben. Achso, hab ich vergessen. Entschuldigung. Muss ich noch machen? Ja, kein Problem. Muss jetzt erstmal gucken, was hier alles weg kann. Hiervon kann gar nichts weg. Nee, die Fellrüstung brauche ich vielleicht nochmal. Traumhut habe ich gerade gekauft. Achso, mein Eiterhut kann weg. Moment, ich muss es mal kurz ausrüsten. Ja, dauert jetzt ein bisschen. Ich muss ja irgendwie das jetzt gut hinkriegen. So, okay. Geh weg. Geh weg. Nochmal auf den Markt. Wieder das. Okay, die noble Kappe, was ist das? Die kann jetzt weg. Bringt aber auch nichts. Wie viel habe ich jetzt? Immer noch nicht genug. Kräuter, nein. Oh Gott. Dieses Artefakt verkaufen. Schwarzes Bonbon kriegst du. Ich verkaufe eine Teleportrolle. Die bringt ziemlich viel. Sehr schön. Kann ich mir ein Gottesbad leisten? Kann ich hier was verkaufen? Nee. Okay. So, dann kaufe ich mir jetzt ein Gottesbad wenigstens. Kann ich uns einmal heilen. Jetzt siehst du aus wie eine Indianerin. Oh, oh, oh. Wir können Chaos reduzieren, indem wir ein Kopfgeld vorher noch machen. Ja, die Kämpfe waren ja bisher so easy. Würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall. Nicht? Doch, klar, sicher. Komm, zack, hier, Action. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du Ironie machst oder nicht. Ja, also, wir haben noch zwei Leben, aber Chaos kommt auch näher. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir brauchen, bis wir am Turm sind mit dem Gerät. Keine Ahnung, wenn er nur zwei Felder weit fliegt, dann... Puh, na, mein Gedanke ist halt, dass wir eigentlich noch Ausrüstung kaufen, weil ich nicht glaube, dass wir den Turm so schaffen.
Also mein Gedanke ist, den Turm halt noch hinauszögern, bis wir besser vorbereitet sind. Ja, ist okay. Was wir auch machen könnten, wir könnten uns auch mehr Geld holen, indem wir eine Erforschung machen. Da müssen wir keinen töten und gehen einfach nur nach Zini. Das war's. Ja. Für 300 Gold. Wie du möchtest. Ja, ist jetzt die Frage, ist wichtiger, das Chaos nochmal aufzuhalten oder einfach Gold sammeln, damit wir uns ausrüsten können, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Also Chaos können wir, glaube ich, noch dreimal. Also zumindest noch zweimal. Ich glaube, beim dritten Mal ist dann Ende. Stimmt, und wir sind ja eh beim Endgame. Also eigentlich könnten wir es auch drauf ankommen lassen und auch Chaos einsammeln quasi. Ich weiß aber nicht, ob einfach nur das Chaos kommt und dann sagt, nö, jetzt ist gleich die Welt zerstört, oder ob dann die Gegner auch schwieriger werden und die Preise teurer. Also ob das noch einen Nebeneffekt hat, das weiß ich jetzt nicht. Okay. Ich nehme jetzt... Oh Gott, du machst es mir gerade schwer. Ach, haben wir ja eigentlich... wir hätten ihr ja mal in dem Dungeon gerade den besseren Bogen geben können, ne? Der Bogenschütze. Ja. Haben wir auch nicht dran gedacht, verdammt. Doch, habe ich. Ach, hast du? Ah, gut. Habe ich dran gedacht, aber nicht gemacht, weil sie dann gestorben ist. Oder ich weiß es nicht mehr. Okay. Naja, beim nächsten. Beim nächsten sollten wir den mal nehmen. Bis wir beim Wixor sind. Wixor. Beim Wixor. So, also, Geld für nur nach Zinni laufen oder Kopfgeld? Mit Chaos reduzieren. Wie viel Geld gibt es denn für nur nach Zinni laufen? 300. Dafür, dass wir da einmal hochrennen. Das ist schon eine Menge, ne? Ich nehme das jetzt. So. Laufen wir einmal nach Zinni und kriegen Geld. Können wir uns wahrscheinlich ein halbes Gottesbad von leisten. Yay, eben. Aber wir brauchen das echt. Also ohne Heilung brauchen wir da halt nicht hingehen, ne? Wir brauchen unbedingt. Oh, guck mal. Hier ist... Achso, nee, ist okay. Jetzt klick mal weiter da. Achso, Entschuldigung. Ich überlege noch, wohin. Achso, nach Zinni, ja. Also hoch. So. Ah, ich muss doch noch... Oh, ich habe vergessen, dass ich mich ja auch noch heilen muss. Okay, kann ich auch in Zinni machen. Yay! Schon abgeschlossen. Yeah. Oh, ich kann es leider nicht teilen. Oh. Was? Ernsthaft? Ja, ich kann es nur für mich einsammeln. Dann musst du jetzt aber Gottesbad kaufen, weil ich habe kein Geld für Heilpflanzen. Und wir brauchen Heilpflanzen für den Endboss unbedingt. Pff, das war ganz schön teuer. Ja, können wir nicht ändern. Wir brauchen es. Also, da haben wir gar keine Wahl. Ja, also eine Wahl hat man immer. Nee, gerade nicht. Ja, ich kann mir sonst eh nichts kaufen, also... Hier gibt es leider jetzt auch keine Quest in Zinni. Ja, schade. Das ist halt doof. Da müssten dann immer wenigstens Quests sein, dass man Sachen machen kann. So, Lenschnitt, die kann ja schon mal in den Luftballon einsteigen. Also sie kann sogar starten. So? Hallo? Guck mal, was die für Leben und so hat. Ach so. Ja, dann geht's ja nochmal zurück nach Haster. Und ich würde den Tempel vorher machen, oder nicht? Ich meine, der hat ja schon darauf hingewiesen, dass da bessere Sachen gibt. Ich glaube nicht, dass wir Wexor schaffen. Jetzt wolltest du doch zum Tempel. Du hast doch gesagt, wolltest du nicht. Ja, aber ich glaube halt nicht, dass wir Wexor so schaffen. Ich meine, wir haben keinerlei Kräuter, wir haben nichts, also... Wir können auch darüber fliegen, mit dem. Ja? Achso, der fliegt nicht direkt zu Wexor. So habe ich das verstanden, ja. Ich dachte, der ist ein One-Way-Ticket zu Wexor. Okay, dann probieren wir mit dem Zeppelin dahin zu fliegen. Ich hoffe. So. Oh Gott. Wir müssen auch gleich Schluss machen. Wir sind schon bei 30 Minuten. Mhm. Aber wir können uns jetzt noch ein bisschen fertig machen hier. Also ich muss dann auch noch schlafen gehen, weil ich es ja vergessen habe. Ja, man kann sich bewegen. Achso, kann ich mir gar nicht leisten. Ich kann gar nicht schlafen gehen. Und ich kann auch nichts mehr verkaufen, glaube ich. Also wir können fliegen mit dem Luftballon. Okay, das ist schön. So, als ob ich das Problem, dass ich mir das hier nicht leisten kann, schlafen zu gehen. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Wie viel brauchst du denn? Warte mal, ich schaue, ob ich noch irgendwas verkaufen kann. Ne, meine Lauten kann ich bei allen nicht. Ich habe doch noch Geld, ich kann dir was geben. Ja, ach, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Also ich habe nichts mehr, ich habe schon alles verkauft. Ja, du bist nicht in meiner Nähe, ich kann dir nichts geben.
Ja, oh Gott, das ist ja auch teurer geworden. Jetzt bezahlt man ja schon 200, nur um sich zu heilen. Oh Mann, ey. Was ist denn das für ein Spiel? Sag mal. Ja, ich kann nichts machen. Ich muss hier warten. Ich kann nichts. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist über die Karte laufen und hoffen, dass ich Kräuter finde, wenigstens. Oder auf den Gegner stößt. Das muss ich jetzt riskieren. Hm, nö. Oh, tanzende Nessie, was macht das? Ja, toll, genau. Ich glaube, du findest das immer nur am Ende des Zuges. Ja, ich glaube auch. Habe ich auch gerade gemerkt. Oh, du kannst mir schon mal die Gottesbart-Dinger geben. Und du kannst dann mal dein jetzt habe ich das genommen. Da. Verdammt, Mann. Scheiße. Irritier mich nicht immer. Mit dem gib mir dies, gib mir das, gib mir deine Kohle. Den ganzen Tag bist du nur in der Kneipe, dann kommst du nach Hause. Was bist du für ein Verlierer? Du könntest theoretisch... Achso, du musst auch deinen Fluch unbedingt heilen, du hast kein Glück. Also musst du jetzt sowieso nochmal in die Stadt, um den Fluch zu heilen. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich nicht mehr genug Geld haben, ne? Scheiße. Außer vielleicht für den Ginseng. Keine Ahnung, wie teuer das ist. Aber wir können wir uns ein Zelt leisten und stellen aber ein Zelt auf? Ist es günstiger vielleicht, als mittlerweile schlafen zu so ein Zelt? Gucken. Achso, sie ist jetzt ja... Ja, dann kannst du ja nochmal nach Hasta gehen. Guck mal, was ein Zelt kostet. Ja, die haben keins im Angebot, natürlich nicht. Oh Gott, das Spiel macht mich gerade fertig. Wir können nichts tun. Wir sind gerade quasi schachmatt eigentlich. Naja, wir haben ja alles. Nee, ich kann mich nicht heilen. Und sie hat auch keinen Fokus, also wir sind... Du hast 247 Gold, du kannst dich doch jetzt heilen. Nee, kann ich nicht, reicht nicht. Guck mal, wie teuer heilen ist. Du kannst doch im Gasthaus für 118 Gold übernachten. Gut, das kann ich versuchen. Und du kannst auch zum Heiler gehen für 236 Gold. Du willst nur unsere Kohle haben. Nee. Ich hab schon. Nein, ich brauche ja Fokus und Dings. Also quasi müsste ich ja beides machen. Ich müsste Fokus aufladen und Dings aufladen. Ja, ein Tod muss man sterben. Wir können uns nicht alles leisten. Na gut, dann mache ich jetzt einmal rasten und hoffe, dass ich ansatzweise irgendwie da was. Nee, Quatsch. Wo bin ich denn jetzt? So, mal sehen, wie viel. Okay, es wären es voll, aber nur zwei Fokus. Ja, jetzt müssen wir mal. Achso, wir müssen erstmal die Folge beenden. Wir sind am Ende. Ja, Leute, es tut uns echt leid, dass wir gerade. Also, dass ich gerade so ein bisschen ratlos bin und ein bisschen die Hoffnung verliere. Immer Standard ist ja noch motiviert. Ui, guck mal, wie wir fliegen. Ja. Ich mache mir da gerade ein bisschen neue Sorgen. Gib mir mal auch dann gleich das Gottesbad von der Landstand und wir gucken am besten sowieso gleich nochmal, was wir machen müssen vom Tempel. Hat hier noch also, aber euch sagen wir jetzt erstmal Tschüss, weil wir sind über der Zeit. Also, bye bye. Tschüss.